Hallo Kackbratzen. Manko. Stellt euch vor, ihr seid ein gut gehendes Entwicklerstudio, das Mitte der 90er Jahre einen der besten Ego-Shooter entwickelt hat, den es hier auf dem Mac gegeben hat, produziert noch einen Nachfolger, kommt dann auf die Idee, ein Spiel zu entwickeln, das sich sehr stark an Ghost in the Shell und Akira orientiert, und dann betritt Microsoft die Bühne und macht alles kaputt. Also nicht komplett, aber zumindest führte die Übernahme des Software-Giganten dazu, dass die Entwicklung eures neuen Babys erheblich verzögert und am Ende wild mit Panzertape zusammengeflickt wurde. So ist es Bungie passiert, die eigentlich schon 1999 ihren Cyberpunk-Anime-Shooter Oni veröffentlichen wollten. Aber durch die freundliche Übernahme durch Microsoft geriet das Projekt leider etwas in Schieflage. Ein Teil der Bungie-Mitarbeiter konnte sich noch retten, indem sie ihren Arbeitsplatz verließen. Der Rest vom Schützenfest musste in die Büros von Microsoft umziehen. Hi Kinoko, it's me, Shinatama. I've checked our Neuralink and it's working perfectly. Nun gab es nicht nur das Problem, dass Arbeitskräfte fehlten, sondern dass das restliche Team unter Zeitdruck dank den Wirkungen der Übernahme das Projekt so schnell wie möglich zu Ende bringen mussten, was unter anderem dazu führte, dass ein geplanter Mehrspielermodus es leider nicht mehr ins Spiel schaffte. Danke Microsoft. Ihr seid echt die Nummer 1, wenn es um die Zerstörung von Franchises und Entwicklerstudios geht. Give me another reading. All systems nominal. She's doing fine. Wenn man so will, hatte diese ganze Übernahme etwas Gutes, wenn auch nur rein formell. Da 20% von Bungie Take-Two gehörten, schwappten die Publisher-Rechte nun zu Rockstar über, womit Oni, dessen Release eigentlich nur für Mac und Dosen geplant war, nun auch für die PS2 portiert wurde. Hey! Trotz des positiven Endes kam aber trotzdem nur ein Spiel auf den Markt, das nur ein Schatten der ersten Entwürfe war, was eine relative große Schande ist. Wobei es einige Stimmen gibt, die Bungie selbst ein wenig Schuld an dem Schlamassel gaben. Zahlreiche Kritiker sahen es als Frevel an, dass ein westlicher Entwickler mit Biegen und Brechen versuchte, den japanischen Anime-Stil nachzuahmen. Noch dazu Ghost in the Shell. Tatsächlich sehen wir in der Hauptrolle eine Frau mit lila Haaren und leicht ungewöhnlicher Herkunft, die in einer Zeit der Androiden und menschlichen Veränderungen für eine futuristische Polizei arbeitet. Die Parallelen zu dem recht berühmten japanischen Anime sind offensichtlich, auch wenn Oni in seiner Handlung schließlich einen anderen Blickwinkel einschlägt. Good afternoon and welcome to the Musashi Heavy Manufacturing Concern. How can I be of service? Allerdings gibt es viele anime-inspirierte Grafiken und Zwischensequenzen, die zwar nett gemacht sind, aber am Ende wissen wir ja, welche Schwester das Wort nett hat. Auf der anderen Seite sah der mit der Brechstange erzwungene Anime-Stil in den Zwischensequenzen um Weiten besser aus als das, was uns dann im Spiel selbst erwartete. Ein weiterer Punkt ist die Handlung. Diese entfaltet sich nur schleppend und kommt erst nach circa der Hälfte des Spiels so wirklich ins Rollen. Im Grunde geht es um die mysteriöse Geschichte der Spielfigur Konoko, die nicht nur ihre wirre Vergangenheit erkunden muss, sondern gleichzeitig auch noch gegen eine kriminelle Organisation namens Syndicate und einen weiteren Sack voll Feinden kämpfen muss. Dass Konoko vielleicht nicht die ist, die sie zu glauben scheint, wird eher mittelmäßig erzählt. Man erwartet vom Spieler, dass er selbst durch die kurzen Tagebucheinträgen sich auf die Selbstfindung des Charakters der Heldin begibt. Insgesamt gibt es im Spiel dank der vielen verteilten Computer eine Menge zu lesen. Die Idee ist ja nicht neu, aber die meisten Dialoge sind nicht unbedingt spannend und tragen auch nicht wirklich gut zum Weltaufbau bei. Es wirkt eher wie eine verpasste Chance, der ganzen Geschichte und der Cyberpunk-Welt mehr Tiefe zu verleihen, was es dann auch sehr schwierig macht, der Handlung zu folgen. Wenn man nicht durch zig Notizen blättert, wird man natürlich auch mit sehr vielen Dialogen mit anderen Charakteren konfrontiert. Pardon me, Kinoko. What is it? I used a wideband theta scan to locate the control mechanism that was used to activate the facility's defenses. In den Dialogen werden uns die Charaktere zusätzlich mit Nahaufnahmen präsentiert. Diese sind im Allgemeinen gut gezeichnet und die Sprachausgabe ist ebenfalls überzeugend, sodass man einen ziemlich guten Eindruck von den unterschiedlichen Persönlichkeiten der Charaktere bekommt. Trotzdem ist es enttäuschend, dass sowohl die handgezeichneten Nahaufnahmen der Charaktere als auch die 3D-Charaktermodelle selbst so statisch sind. Weder die Porträts noch die Gesichter der Charaktere sind animiert, was etwas schade ist, da es zu dieser Zeit schon viele andere Spiele gab, in denen man mehr Arbeit in die Mimik gesteckt hat, auch wenn es wenigstens nur der Mund war oder Augen, die blinzeln. Trotzdem können einige der Zwischensequenzen recht unterhaltsam sein. I just triggered my detonation harness. In 5 seconds you and I will both be dead. The entire tower will be vaporized. Ha ha ha.
Unter der Anime-Haube befindet sich ein actiongeladener Brawler, der Kampf mit Waffen und klassischen Nahkampf zu einer fast perfekten Mischung kombiniert. Leider fühlt sich Konokos Bewegung manchmal etwas schwerfällig an und ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass das Spiel eben nicht direkt für die PS2 konzipiert worden ist. Die Steuerung ist zum Glück nicht so träge wie in einem Resident Evil, aber für ein Spiel, das auf Nahkampf basiert, hätte man sich ein etwas flüssigeres Gameplay gewünscht. So seltsam es klingt, aber durch das Fehlen einer Zielerfassungsfunktion wird alles wieder ausgeglichen. Alle Nahkampfangriffe müssen manuell gesteuert werden. Bei den Fernkampfwaffen gibt es zwar eine gewisse automatische Zielerfassung, aber ansonsten muss man sich selbst darum kümmern, dass man seine Ziele auch trifft. Und so seltsam es auch klingen mag, aber während sich die Steuerung im Normalfall etwas schwerfällig anfühlt, bewegt sich Konoko im Kampf weniger eingeschränkt. Oni bereitet nur dann Probleme, wenn Feinde außerhalb des Bildschirms angreifen und natürlich, wenn es zu Plattformeinlagen kommt oder wenn man den diversen Fallen ausweichen möchte. Das Problem ist, dass man nicht einen praktischen einfachen Tastenklick eingebaut hat, um Konoko zum Rennen zu bewegen. Stattdessen muss man die Lauftaste bzw. den Stick doppelt antippen, was nicht unbedingt intuitiv ist, vor allem dann, wenn man für bestimmte Sprünge ein gewisses Moment aufbauen muss. Der Kampf wurde aber insgesamt großartig umgesetzt. Das Sounddesign von Konokos Angriffen sorgt für eine knochenbrechende und brutale Atmosphäre, gerade dann, wenn man seinen Gegner mit Schlägen und Tritten wieder mal zu Brei prügelt. Wenn man geschickt ist, dann kann man seinen Gegner mit einem Wurf nicht nur das Genick brechen, sondern ihn auch als Drehpunkt für einen verheerenden Fußtritt gegen andere Gegner in der Nähe benutzen. Hey, hey, come here! Here, take this ammo clip. Konoko lernt im Verlauf des Spiels auch ständig neue Moves, was dem ganzen Kampf mehr Würze verleiht und nie langweilig macht. Blocken von Angriffen funktioniert ebenfalls ohne Probleme und auch wenn es keine Konterangriffe wie in anderen Spielen gibt, ist das Kampfsystem trotzdem ziemlich anständig. Die Strategie besteht meist darin, offene Bereiche für den Kampf zu finden, um so wenig Schaden wie möglich zu erleiden, was jetzt das Kampfsystem nicht wirklich tiefgründig, aber spaßig genug macht. Auch die KI ist wirklich gut. Die Gegner greifen nach auf den Boden gefallenen Waffen und verwenden überraschende Angriffskombinationen, mit denen sie euch nicht allzu selten zu Boden werfen können. Wie gesagt, gibt es im Spiel auch Feuerwaffen, aber da Ressourcen in Oni generell knapp sind, sind Feuergefechte nicht unbedingt an der Tagesordnung. Waffen lassen sich im Prinzip ganz einfach besorgen, indem man einen Gegner ausschaltet, aber leider ist manchmal die Freude von kurzer Dauer, da der Feind vielleicht sein Magazin schon fast leer geballert hat. Munition kann man nur in seltenen Fällen nachladen, was wie gesagt dazu führt, dass man sich wirklich mehr auf den Nahkampf konzentrieren sollte. Im Kampf geht es in der Regel darum, erst alle um sich herum niederzuschlagen und mit einer aufgesammelten Waffe dann alle erledigen, die außerhalb eurer Schlagreichweite sind, um die dringliche Gefahr auszuschalten. Man sollte jedenfalls nicht zu kühn vorgehen, da man auch relativ selten Gesundheitspakete finden wird. Und das ist absolut leichter gesagt als getan, denn mit fortschreitendem Spiel werden die Gegner immer aggressiver, während Munition und Gesundheitspakete immer weniger werden. Und dasselbe gilt auch für Speicherpunkte. Zu Beginn findet man sie noch in anständigen Abständen, was das Spiel zwar nicht zu einem Spaziergang macht, aber zumindest empfindet man keinen Frust. Dann aber, je weiter man vorankommt, sind auch die Speicherpunkte immer weiter voneinander entfernt. Das wäre noch zu verkraften, wären die Ladezeiten nach einem Tod etwas kürzer. Und leider hilft das Leveldesign auch nicht wirklich. Erstens sind einige von ihnen wirklich lang und zweitens wirken sie in den meisten Fällen relativ leblos. Man rennt häufig durch kastenförmige Korridore und kommt auch durch größere Räume, aber man gibt dem Auge nicht viel Abwechslung. Nur in wenigen Momenten, wie etwa in den Traumsequenzen, kommt ein wenig mehr Atmosphäre auf. Vielfalt sucht man eben leider vergeblich. Fast jeder Feind kämpft auf die gleiche Art und Weise und auch die Herangehensweise im Kampf ist in der Regel auch die gleiche. Die Level bestehen größtenteils aus einer Reihe von Kämpfen und dem Aufschließen von Türen und somit zieht sich das Spiel stellenweise. Goodbye, Shinatama. Detonation in 30 seconds. Irgendwie hat man das Gefühl, dass man sehr gute Ideen für das Gameplay hatte, aber dann ab der Hälfte der Entwicklung scheint man plötzlich wie wild alles in einen dieser Vorwerk-Thermomix-Kochtöpfe geworfen zu haben, womit wir es am Ende dann mit einem eher geschmacklosen Brei zu tun haben. Ich frag mich, woran das nur gelegen hat. Die Grafikqualität von Oni übertrifft meiner Meinung nach andere frühe PS2-Spiele. Das Spiel ist in satte Anime-Texturen eingebettet und rast in gleichmäßigem Tempo dahin, ohne dass es groß ins Stottern gerät, auch wenn man gleich gegen mehrere Gegner kämpfen muss.
Die Nahkämpfe bieten einige spektakuläre Bewegungen, die euch die Kinnlade herunterklappen lassen. Vor allem dann, wenn man mal wieder einem Feind den Arm bricht, um ihm seine Waffe zu entreißen und anschließend sofort den nächsten Gegner das Licht auspustet. Der Kampf ist definitiv wild. Die Lichteffekte sind ebenfalls spektakulär. Oni hat einige der besten Explosionen und Lichteffekte, die wir je auf der PS2 gesehen haben. Allerdings hat man nicht dieselbe Arbeit in die Texturen gesteckt und stellenweise sind die Level so arschfinster, dass man nicht wirklich sieht, was gerade vor sich geht und man sehr oft die Helligkeit an seinem Fernseher hochdrehen möchte. Der Sound ist definitiv Geschmackssache. Es gibt jede Menge Techno-Klänge auf die Ohren, womit diese ganze Cyberpunk-Atmosphäre wirklich zum Leben erweckt wird. Allerdings wiederholt sich der Track in jedem Level, womit einem die Musik mit der Zeit auf den Sack gehen wird. Die Soundeffekte sind zum Glück viel besser gemacht. Zersplitternde Feinde und brechende Knochen werden mit tollen Knirschgeräuschen erzeugt, ebenso wie das dumpfe Geräusch eines Schlags in den Bauch. Waffengeräusche sind ganz nett, aber auch die werden einem mit der Zeit auf den Keks gehen. Die Sprachausgabe ist gewohnt käsig und ich frage mich tatsächlich, ob man die Stimmen absichtlich schlecht gecastet hat, um ein typisches Niveau zu erhalten. Where's Griffin's pet doctor today? During the Podwing, I believe. Oni ist wirklich ein schwieriger Fall. Auf der einen Seite ist es definitiv kein schreckliches Spiel und man hatte wirklich sehr, sehr gute Ideen, aber am Ende ist man doch ein wenig enttäuscht. Es ist ein ziemlich ordentliches Kampfspiel, mit beeindruckenden Moves und brutaler Action, aber die Steuerung ist auf der anderen Seite doch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Kann sein, dass das Spiel auf einem PC und Tastatur sogar besser ist, als auf der PS2. Falls einer von euch hier mehr Erfahrungen hat, kann er gerne seinen Frust in die Kommentare schreiben. Oni ist eine Kuriosität, oder besser gesagt vielleicht ein Experiment. Das Spiel hätte um so viel besser sein können, wäre es nicht in die entsetzlich dumme Zeit der feindlichen Übernahme durch Microsoft gefallen. Und trotz dieser schrecklichen Mittelmäßigkeit, die absolut nicht gewollt war, muss man trotzdem dieses Experiment gespielt haben. Bungie war ein absolut fähiges Entwicklerstudio, das leider dann dazu verdammt wurde, einen Halo-Titel nach dem anderen zu produzieren. Ich mochte übrigens den ersten Teil, den ich auf meinem Mac und nicht auf der Xbox gespielt habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Solltet ihr über Oni stolpern, solltet ihr unbedingt zugreifen. Die Story kann man vernachlässigen, aber den Kampf und die unfassbar guten Animationen darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Mankind as we knew it is doomed. The chrysalis will change us all. Let's hope it's for the better. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.